Warum ihr von anderen nichts erwarten dürft, werde ich euch in diesem Video erklären. Jeder kennt's. Zum Beispiel in der Schule. Es gibt einen Lehrer, der nicht sehr kompetent ist und auch trotzdem sehr viel von einem verlangt, obwohl er selber das oder sie selber das sowieso nicht wirklich beibringen kann. Und da gibt man natürlich nach einer schlechten Klausur den Lehrern die Schuld, aber was man auch noch beachten sollte, ist, dass wir zum Großteil in vielen Bereichen des Lebens die Hand haben, wie unser Erfolg so aussehen wird. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel bei mir das Klavierspielen, denn ich spiele so seit 7 Jahren Klavier und da habe ich hauptsächlich ich geübt. Und hätte ich nicht so viel geübt, dann wäre ich auch nicht so erfolgreich ge gewesen. Sprich, man kann diesen Tipp auf alle Lebensbereiche anwenden, also nichts von anderen erwarten, auch nicht bei YouTube. Und